Hallo ihr Lieben, aus der Singapore Airlines Business Class im Airbus A350 in den riesigen Sesseln der Langstreckenbestuhlung. Eben auf der Langstrecke jetzt von Istanbul nach Singapur. Und ich glaube, das wird ein ziemlich interessanter und spannender Flug. Ich bin Chris, ich bin Sänger, aber auf Travel Sing Fly dreht sich alles ums Fliegen und Reisen mit vielen Tipps, echten Airline Reports und spannenden Berichten aus allen Kontinenten. Und heute geht's in der Singapore Airlines Business Class von der Türkei nach Singapur. Ein paar Reports habt ihr vielleicht schon von mir gesehen, etwa über die Singapore First Class Suites von Frankfurt nach New York in einem Doppelbett und dann die regionale Business Class innerhalb von Asiens. Und ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes. Also kommt mit in 10 Stunden von Istanbul nach Singapur. Istanbuls Atatürk-Flughafen wurde vor etwa 4 Jahren vom neuen Istanbul Airport am Schwarzen Meer abgelöst, der zwar groß wirkt, aber bereits jetzt schon etwas überlaufen ist. Eingecheckt wird am Business-Schalter von Singapore Airlines und danach geht es erstmal zur Lounge. Und das ist die Lounge des Star Alliance-Partners Turkish Airlines. 2 gleich große Lounges bietet Turkish Airlines, eine für eigene Statuskunden und eine für Business-Class-Reisende von Turkish und Airlines der Star Alliance wie Singapore Airlines. Jetzt, wo beide Turkish Airlines Lounges wieder offen sind, merkt man schon die gewaltige Größe dieses Lounge-Bereiches. Es ist schon sehr, sehr beeindruckend und sie ist auch sehr abwechslungsreich und auch bestimmt auch eine der schönsten Lounges, die ich je gesehen habe in der Welt und in Europa sicher mit die schönste und auch mit die größte, würde ich sagen. Und dann hat man natürlich noch Entertainment, man hat den Flugsimulator, den Golfsimulator, man hat ein schönes großes Buffet, vor allem regionale Gerichte und dann gibt es sogar Wein und der ist halt leider etwas in der Ecke und das ist ja so ein bisschen schade. Denn Türkei hat ja tatsächlich auch eine Weintradition, aber irgendwie wird es mehr und mehr verschwiegen im Moment. Das ist so ein bisschen schade, die Situation im Moment in dem Land, aber so ist es halt. Und dann gibt es hier den schönen Blick raus auf die Flugzeuge, aufs Flugfeld und hinten noch zum Schwarzen Meer. Also echt sehr, sehr schön. Man kann schon einige Stunden hier problemlos verbringen, ohne dass es einem langweilig wird. Aber jetzt geht's los zum Flieger. Auf der Istanbul-Strecke bietet Singapore Airlines Economy Class, Premium Economy und Business Class. Eine First Class gibt's nicht. Den Airbus A350 gibt's bei Singapore Airlines ja in 2 Bestuhlungen und diese Strecke hier wird mit der größeren Langstreckenbestuhlung der Business Class geflogen, die extrem breite Sitze bietet, 2 in der Mitte und je einen Sitz am Fenster. Und ich bin gespannt, denn meine Erfahrungen mit der Airline waren in diesem Jahr eher durchwachsen. So, dann beginnen wir gleich mal mit der Sitztour. Und ihr seht schon, der Monitor ist wunderbar glänzend geputzt. Und er ist schön groß. Und da gibt es hier noch eine Möglichkeit, sich zu bewundern, nämlich ein wunderbarer Spiegel. Tatam hinter dem Türchen. Und dann gibt es hier noch eine Ablage für ein Gläschen oder auch meine Actioncam, von der ich dann nachher quatschen werde. Und dann haben wir hier eine Ablage für die Brille, die man auch verschließen kann. Und dann kann man die Brille dann auch wirklich vergessen. Dann gibt es hier die Fernbedienung für den Monitor. Und dann dahinter ist dann noch der Noise-Canceling-Kopfhörer und eine Flasche Wasser. Und dann gibt es hier noch Stauraum. Den darf man nicht nutzen beim Start und Landung, aber sonst ist der wirklich sehr handlich, denn da passt ziemlich viel rein. Und dann haben wir hier noch das Leselicht. Und dann haben wir hier noch Steckdose, 2 USB-Kabel und HDMI oder 2 USB-Anschlüsse und einen HDMI-Anschluss. Und dann dieser schöne große Sitz. Und dann haben wir hier nochmal Leselichter in 3 verschiedenen Stärken. Und dann gibt es hier unten noch eine Ablage, wo man zum Beispiel den Laptop reintun kann. Das Einzige, was mir so ein bisschen Angst macht, ist die kleine Fläche für die Füße. Aber das ist ja schon bekannt. Man hört es ja immer wieder, dass da so wenig Platz ist und man speziell liegen muss. Aber das werden wir mal sehen, wie das so ist. Your attention, as we bring you through this important safety briefing and on a journey through Singapore. Thank you.
vor dem Start gab es nichts zu trinken, aber man konnte gleich sagen, was man gerne nach dem Start direkt zu trinken hätte. Und dann konnte man aus der ganzen Liste wählen. Und ich habe mich jetzt einfach mal für einen Champagner entschieden. Und auf dem Menü steht, es gibt entweder Charles Heidsieck Brut Reserve oder eben einen Jahrgang Champagner von Heidsieck, Piper Heidsieck. Das wäre 2012 oder 2014 gewesen. Und aber es gab jetzt eben die erste Variante, also Charles Heidsieck Brut Reserve, kein Jahrgang Champagner, aber doch ein ziemlich guter. Wie auf allen Flügen von Singapore Airlines in der First und Business Class, auf einer längeren Strecke zumindest, beginnt der Service hier nach einem Glas Champagner oder was man immer gerne trinken möchte, hier mit diesem Appetizer vor dem Appetizer, nämlich Satay. Das sind also marinierte Hühnerspieße mit einer schönen Erdnusssoße als Fingerfood. Das ist schon toll. Man isst nur einen Happen davon und man ist sofort irgendwie in Asien gedanklich, auch wenn man noch nicht dort ist. Also dieses Saté ist schon wirklich toll. Und irgendwie diesmal ist zum ersten Mal auch so, dass die Soße aus irgendeinem Grund nicht so dick ist. Man kriegt sie diesmal auch tatsächlich auf dieses Spießchen drauf. Das habe ich mich bis jetzt nie geschafft. Die Mittelsitze liegen zwar nebeneinander, sind aber vollständig voneinander getrennt und man sieht auch die Person daneben nicht, sobald man sich zurücklehnt oder liegt. Wenn man als Paar reist, kann das Nachteile, aber durchaus auch Vorteile haben, je nach Stand der Beziehung vor und nach einer Reise. Und mit diesen philosophischen Worten geht's zur Vorspeise. Also ich muss schon sagen, hier die Garnele als Vorspeise mit der Aubergine und dieser türkischen, etwas leicht scharfen roten Paste ist schon ziemlich schick. Und dazu gibt es dieses Olivenbrot, aber es gab eine ganze Auswahl von verschiedenen Brotsorten und natürlich Butter, Salz, Pfeffer. So, das sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Und irgendwie ist es, vielleicht bilde ich mir das ein, eigentlich ein bisschen schicker als auf dieser regionalen Business Class, die eigentlich keine ist, von Singapur nach Dubai. Mit 7 Stunden ist es ja nun wirklich eine weite Strecke dann schon wieder. Und da war ja der Konkurrent Emirates und ich finde, da sollten sie ja auch sich wirklich anstrengen, aber gut. Und zur Vorspeise habe ich mal einen Riesling genommen und zwar jetzt mal einen nicht-deutschen Riesling. Und der kommt aus Australien, ein 2018 Pikes Riesling Traditional vom Clare Valley in Australien. Und diese Reise wird mich auch nach Australien führen. Also es gibt viel zu sehen auf diesem Trip. Übrigens, jetzt gibt es auch wieder ein Papiermenü bei Singapore Airlines. Die ganze Krise hindurch gab es nur Online-Menüs. Also man musste halt online gucken, im Handy, runterladen das Menü. Und jetzt gibt es eben wieder ein Papiermenü. Das ist wirklich so viel schöner, irgendwie ist es nett, das in der Hand zu haben. Ist ein bisschen wie ein Buch. Ich kaufe mir eigentlich immer Bücher richtig als Buch, nicht als Kindle oder so online. Also irgendwie so was anderes ist, was in der Hand zu haben, ein bisschen zu blättern und zu schauen. Selbst bei diesem wenigseitigen Menü ist doch viel netter. Vor dem Flug habe ich mich bereits fürs Hauptgericht entschieden. Da kann man ja online ein paar Tage vor dem Flug schon wählen, was man gerne zu essen hätte. Und da kann man eben wählen etwas aus Menü oder eben etwas von diesem Book the Cook Programm von Singapore Airlines. Da kann man also nochmal spezielle Gerichte wählen. Allerdings dieses Gericht, was ich gewählt habe, war sowieso auch auf der Menükarte und das war Short Ribs. Und die kommen mit Cornbread Pudding, also mit einem Mais, sowas ähnliches wie ein Polenta sozusagen und dann noch ein bisschen Spinat dazu. Dann bin ich mal gespannt, wie es schmeckt. Und dazu habe ich ein Bordeaux und um es nicht falsch zu sagen, das ist ein 2015er Clarendel aus dem Bordeaux. Also mal gucken. What about the chef? Das Hauptgericht ist ja Teil des Book the Cook Programms von Singapore Airlines. Das ist eben, wo Singapore Airlines bekannte Köche einlädt, spezielle Gerichte zu geben oder eben die Rezepte dazu eben herzugeben. Und in dem Fall sind es eben Short Ribs. Und ich dachte immer, dass Short Ribs was wirklich Amerikanisches ist und ganz sicher auch eben dieses Maisbrot. Und es ist tatsächlich ja eine amerikanische Köchin namens Susan Goyne von Los Angeles. Aber ich muss sagen, die Short Ribs hier sind eher nichtssagend. Und
das Maisbrot hier ist sehr, sehr trocken. Sehr trocken. Und dann gibt es noch Spinat, der ist halt Spinat und die Karotten sind halt Karotten. You are insulting the chef. Ja, mehr muss ich glaube ich nicht sagen. Beim Dessert gab es die Frage, ob ich gerne Käse hätte oder ein bisschen Obst oder Mango-Eiscreme oder doch einen Schokokuchen und ich konnte nur sagen, ja. Ich habe einfach alles genommen. Auf einem Wagen werden Desserts und Käse durch die Kabine geschoben und ich bekam eine besonders schöne Überraschung als Nachtisch mit Aha-Effekt. Essen ist jetzt durch und viele Leute haben auch schon angefangen zu ruhen oder sogar zu schlafen und die Kabine ist auch schon zum großen Teil abgedunkelt, denn dieser Flug geht ja über Nacht. Auch wenn wir hier mittags starten, kommen wir ganz, ganz früh an nach nur 10 Stunden Flug und deswegen wird hier natürlich die Nacht simuliert. Auf jeden Fall nach dem Essen kann ich nur sagen, das Niveau ist hier wirklich deutlich besser als in der regionalen Business Class, selbst nach Dubai, weil es ja auch eine ziemlich weite Strecke ist. Das Essen fühlt sich einfach etwas hochwertiger an zumindest, so habe ich zumindest das Gefühl. Auf jeden Fall, dieser Sitz ist aber der Wahnsinn. Das ist ja wirklich die Breite einer First Class. Und aber natürlich trotzdem nicht First Class, denn es ist eben kein vollwertiges, breites First Class Bett, das eben so lange dann vorgehen würde, sondern es ist eben natürlich an den Beinen dann sehr beschränkt, denn das ist ja nur so eine kleine Einbuchtung für die Beine. Da bin ich schon gespannt, wenn wir da liegen gleich, wie das ist. Aber insgesamt sonst ist der Sitz ja wirklich ziemlich toll. Die Kabinenbesatzung ist total nett, also das Personal ist sowas von freundlich zuvorkommen. Die kommen ja die ganze Zeit vorbei und fragen, ob man noch was möchte, ob man da irgendwas Hilfe bräuchte oder irgendwas. Also wirklich toll, also nicht nur mich, weil ich hier filme, sondern alle Passagiere. Das ist ja auch wichtig, ne? Weil ich schaue dann schon immer rum, wie den anderen geholfen wird oder mir, ob ich dann Vorzug bekomme beim Filmen. Und das ist nicht so. Also ihnen wird wie allgemein sehr zuvorkommend geholfen. Das ist echt schon nicht schlecht. So, jetzt habe ich noch ein Glas Baileys bekommen. Die Liste der Aperitifs oder Spirituosen am Schluss ist nicht so gewaltig, aber ganz okay eigentlich. Und Baileys ist jetzt natürlich nichts Besonderes. Das kriegt man bei den meisten Airlines in Economy Class auch. Aber es ist immer noch ganz nett und ich halte jetzt irgendwie Lust da drauf. Und dann werde ich mich mal nachher auch mal ein bisschen hinlegen und schau mal, wie das ist, wie die anderen Passagiere hier so liegen. Ob das bequem ist und wie das gemacht wird. Denn hier ist ja eine Besonderheit bei dem Sitz, den klappt man eher nach vorne. Den kann man also nicht so, man kann den so bis zu einer Ruheposition ausfahren, aber eben nicht zum Bett machen. Dann muss man den ganzen Sitz von hinten nach vorne klappen und dann wird es ein Bett. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie man da drauf dann liegt. Zum Schlafen wird wie gesagt also der Sitz komplett umgeklappt. Ansonsten kann man ihn aber bis zu einer entspannten Relax-Position ausfahren, wenn man geduldig genug ist. Und natürlich schauen wir uns auch noch das Entertainment-Programm dann an und auch natürlich das Amenity-Kit. Denn auf diesem Flug gibt es auf Anfrage Amenity-Kits und dann so Slipper und auch Schlafmasken natürlich, solche Sachen. Muss man immer fragen, aber das gibt's. Singapore Airlines hat ja 3 verschiedene Arten von Bestuhlungen im Airbus A350 eingebaut. Zum einen mal die Ultralangstrecke, das ist zum Beispiel für den längsten Flug der Welt von New York nach Singapore mit über 18 Stunden. Da gibt es eben Business Class und Premium Economy und dann gibt es hier die Langstreckenbestuhlung, eben diese große ausladende Business Class und dann Premium Economy und Economy. Und dann gibt es noch die regionale Business Class seit noch nicht so langer Zeit mit anderen, auch sehr schönen Sitzen eigentlich in der regionalen Business Class, die ähnlich sind wie die neue Business Class von Turkish Airlines in dem Dreamliner, beim Dreamliner. Allerdings ist diese regionale Business Class nicht ganz so regional, denn sie fliegt auch Strecken von bis zu 9 Stunden Flugdauer, etwa von Singapur nach Adelaide. Auf meinem Kanal gibt es ja 2 Videos zu der regionalen Business Class und ich bin 2 Stunden geflogen von Bangkok nach Singapur, aber auch 7 Stunden von Singapur nach Dubai und das ist ja auch alles andere als regional, denn in 7 Stunden ist man auch schon mal über den Atlantik rüber gehüpft. Trotzdem sind die Stühle ganz okay, aber das hier fühlt sich ja nun ganz anders an. Das sind ja Welten dazwischen.
So, und dann sind wir hier auch in der Toilette vom Airbus A350 ganz vorne. Und die ist nicht groß, also überhaupt nicht groß eigentlich. Und ich habe hier schon mal den Sitz ausgefahren, um mich gleich umzuziehen in Pyjama. Der ist allerdings nicht von Singapore Airlines, sondern das ist ein T-Shirt von mir und die Pyjama-Hose von Qatar Airways. Die haben halt gratis Pyjamas. Und hier gibt es aber eben noch Zahnbürsten und sonst nichts, außer hier noch Gesichtsspray und Handlotion von Penhaligon's London und eigentlich auch Eau de Toilette, aber das scheint jemand gestohlen zu haben, auch wenn der Eau de Toilette ohne Deckel zu bekommen ist. What are you doing? I'm changing. Und dann geht's zurück zum Sitz. Bei meiner Rückkehr zum Sitz war bereits ein Flugbegleiter damit beschäftigt, das Bett entstehen zu lassen. Dazu gab es noch ein extra Kissen und natürlich eine Decke. Sieht gemütlich aus, aber wie ist das jetzt mit dem Loch für die Beine? So, jetzt liege ich und ich werde auch gleich was zum Sitz sagen. Aber da kommt gerade noch die Dame durch mit den ganzen Snacks zur Auswahl und die darf ich nicht verpassen. I have a look maybe again. Sorry. Also wenn man hier mal liegt, dann ist es schon der Wahnsinn, wie breit dieser Sitz ist. Das ist ja schon ziemlich beeindruckend. Allerdings für die Füße ist es eben nicht so wahnsinnig breit. Man muss auch so ein bisschen diagonal liegen, was aber eigentlich nichts ausmacht. Das habe ich ja lange schon vorher gelesen, dass es so ist, aber ich finde es eigentlich nicht so dramatisch. Es ist aber eben einfach sehr, sehr eng vor den Beinen. Man muss eben entweder ganz gerade liegen mit den Beinen, dann geht es, dann ist es eigentlich okay, wenn man das kann. Ja. Man kann auch, wie ich zum Beispiel, ein Bein gerade haben und dann eins so angewinkelt, dann ist es super bequem. So liege ich meistens zu Hause, glaube ich, oder eben auf der Seite, dann ist es auch gut. Allerdings, wenn man das mit dem anderen Bein dann vertauscht machen möchte, dann geht es eben nicht. Es geht halt eben mit einem Bein so. Also insgesamt dadurch eben nicht so ganz ideal, wenn man jetzt denkt, damit fliegt man vielleicht 13, 14 Stunden, man möchte 6, 7 Stunden schlafen, dann können das sicher sehr, sehr viele Leute, ich jetzt weniger. Aber ich kann ja nicht mal auf einem normalen glatten Bett in der First Class von einem ganz tollen Flieger richtig toll schlafen, nur manchmal. Das ist halt so, aber das liegt an mir. Und jetzt werde ich auch gleich mal versuchen, ein bisschen zu schlafen, aber davor schauen wir uns noch kurz das Entertainment-System an. Das Entertainment ist ein Highlight von Singapore Airlines. Nicht nur Hollywood ist hier vertreten, sondern es gibt zahlreiche internationale Filme sowie eine große Auswahl von Sitcoms und Dokus, wenn auch nicht ganze Staffeln. Was allerdings nervt, ist, dass der Bildschirm kein Touchmonitor ist und die Fernbedienung nicht ganz intuitiv ist. Was ich aber gut fand, in der großen Audiothek gibt es auch eine breite Auswahl klassischer Musik und nicht nur die bekannten Highlights hier. Und richtig Spaß macht auch die interaktive Flight Show. Jetzt aber noch zu einem wichtigen Moment in der Business Class, das Amenity Kit. Das Singapore Airlines Business Class Amenity Kit ist vom Londoner Label Penhaligon's gebrandet. Hier zeige ich es auf einem anderen meiner Singapur-Flüge. Es ist flach und relativ klein aus grünem Kunstleder und mit hübschem Innenfutter und beinhaltet Handcreme, Lippenbalsam und Gesichtsspray. Zahnbürste und Rasierzeug liegt dazu in den Waschräumen aus. Nicht gerade umwerfend angesichts des Premium-Rufes, dessen sich die Airline rühmt, aber besser als nichts. Und da wird die Kabine auch schon wieder heller. Zeit fürs Mitternachtfrühstück. Viel zu schnell, denn ich hatte unerwartet einen ziemlich guten Fastschlaf, wie sonst eher selten. Woran lag das nun? Und guten Morgen aus dem Flieger. Oder soll ich vielleicht sagen gute Nacht, denn es ist noch nicht mal Mitternacht und wir landen schon bald wieder. Aber am Zielort Singapur ist es dann eben schon 5 Uhr in der Früh. Das ist halt, wenn man über Nacht nach Asien fliegt und der Flug ziemlich früh beginnt, nämlich in meinem Fall um die Mittagszeit. Was soll ich jetzt über das Bett sagen? Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, denn es ist nämlich sowohl ganz toll als auch jetzt nicht so wahnsinnig toll, denn
Es ist ganz toll hier auf der Schulterhöhe, das ist fantastisch. Man hat so viel Platz, das ist echt ganz toll. An den Beinen dagegen hat man ja eben nicht viel Platz. Es ist dieser schmale Fußsack, wie ich es immer nenne, wo die Füße so rein müssen. Aber jetzt kommt's. Wenn man auf der Seite schläft, merkt man das fast nicht, weil der Sitz ist genauso angeordnet, dass wenn man so auf der Seite schläft, mit so den Beinen ja leicht angewinkelt, so automatisch, dass man dann eigentlich genauso liegt, wie man es immer tut und dadurch überhaupt keine Einschränkungen erfährt. Das ist also echt sehr interessant, das hätte ich jetzt gar nicht gemeint. Wer allerdings immer auf dem Rücken schläft oder immer auf dem Bauch, der wird ein Problem haben, weil dann ist es einfach ein bisschen, wie gesagt, erstmal diagonal und dann auch noch zu eng, um bequem beide Beine nebeneinander so liegen zu haben. Also es ist sowohl ein toller als auch nicht so toller Sitz. Yes, the croissant. Frühstück wurde serviert und es gibt auf diesem Flug eine Auswahl aus drei verschiedenen Frühstückssorten, die man wählen kann. Das ist entweder ein vegetarisches Omelette, aber auch mit Geflügelwurst oder eine französische Waffel, also warme Waffeln oder asiatisches Frühstück, das sind Asien, also asiatische Eiernudeln mit Rindfleisch. Und das habe ich gewählt, weil es geht dann nach Asien und mit Asien kann man irgendwie nie früh genug anfangen, finde ich. Genau, aber ich konnte es mir trotzdem nicht verkneifen und wollte vorher noch ein Bircher Müsli und das habe ich jetzt auch bekommen. Und das sieht echt toll aus, ganz frisch. My compliments to the chef. Und das Hauptgericht ist auch angekommen. Das ist jetzt in meinem Fall hier asiatische Eiernudeln mit geschmortem Rindfleisch. Und um ehrlich zu sein, das sieht jetzt nicht schlechter aus oder nicht weniger gut aus, als was ich beim Singapore Airlines First Class Suites bekommen habe. Das klingt jetzt komisch, aber es ist tatsächlich so. Aber das hier sieht ja ganz toll aus. Nur bei der First Class war ich so ein bisschen überrascht, aber das für ein Frühstück in der Business Class ist nun wirklich ziemlich toll. Hier ist nochmal mir ein Mocktail kommen lassen. Die sind nämlich hier eigentlich ganz einfach gestrickt und die kann man eigentlich gut zu Hause nachmachen, glaube ich. Deswegen gleich mal als Tipp, weil das echt gut schmeckt. Die nennen das Tropical Fizz. Und das ist im Grunde nur Bitter Lemon mit bisschen Ananassaft. Und es schmeckt richtig gut. Und was auch echt gut schmeckt, das ist Apple Bliss, nennen sie das. Das ist eigentlich nur Apfelsaft mit Bitter Lemon und etwas Sprite gemischt. Und es schmeckt auch echt gut. Das kann man auf jeden Fall zu Hause machen. Ansonsten haben sie noch Sunrise Meadow. Das ist eine Mischung von Orangen- und Ananassaft mit Sodawasser. Und dann noch Royal Sparkle. Das ist ein Apfelsaft mit Ginger Ale und Soda. So, 50 Minuten sind es noch bis zur Landung. Was kann man jetzt zu diesem Flug sagen? Erst einmal, ich bin so froh, dass ich diesen Flug hier filme, denn ich möchte ja immer so realistisch und so genau und vor allem so fair wie möglich sein in meinen Videos und Reports. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass ich jetzt so einen Flug wie den hier mitbekomme. Denn es ist ja so viel besser, als ich neulich hatte von Singapur nach Dubai, wo die regionale Business Class eingesetzt wird, auf einem 7-stündigen Flug, der wirklich nicht mehr in der Region von Singapur liegt. Und da war irgendwie alles nicht so toll. Und hier ist im Grunde alles toll oder sehr gut zumindest. Und muss schon sagen, also erstmal die Crew ist hier zauberhaft. Nicht nur, weil ich filme, sie sind einfach zu allen hier sehr, sehr nett. Und das Essen war sehr gut. Getränkeauswahl ist halt die Getränkeauswahl, die ist gut. Die ist jetzt nicht weltbewegend, aber sie ist gut. Ich habe jetzt mal die Cocktails lieber sein lassen, aber Mocktail war gut. Und das Bett, wie gesagt, ist Geschmackssache. Für mich war es wirklich auch sehr, sehr gut. Ich hätte hier richtig gut schlafen können, aber auch, weil ich ein Seitenschläfer bin. So viel zur Privatsphäre. Und warum bin ich jetzt von Istanbul nach Singapur geflogen und nicht von Frankfurt? Das hat einen relativ einfachen Grund. Von Frankfurt ist der Preis einfach sehr viel höher, wenn man mit Meilen fliegen möchte. Von Istanbul sind es in meinem Fall 49.000 Meilen gewesen. Von Frankfurt wären es 92.000 Meilen gewesen, also fast das Doppelte. Für irgendwie eine Stunde mehr Flug, also wahnsinnig. Und da ja sowieso fast keine Steuern hier anfallen, habe ich einfach einen eigenen Flug dann nach Istanbul gemacht mit Turkish Airlines, um dann weiter zu fliegen. Und jetzt wurde
ein bisschen was angepasst bei den Meilen. Jetzt sind es 10-15% mehr. Dieser Flug würde jetzt 56.500 Meilen kosten im Saver-Meilentarif und das lohnt sich schon sehr. ChrisFlyer ist das Programm eben dafür. Klar, wenn man jetzt über Miles & More buchen würde, dann wäre der Flug 70.000 Meilen oder 71.000 Meilen, wie auch von Frankfurt. Singapore Airlines ChrisFlyer zählt Istanbul zur Region Mittelost oder Nahost, Mittelost, Afrika. Und ein anderes Sweet Spot bei Singapore Airlines ChrisFlyer ist der Flug von Singapur nach Johannesburg oder Kapstadt, denn auch dafür, für diesen großen langen Flug über den Indischen Ozean, braucht man nur 56.500 Meilen, jetzt es waren 49.000, jetzt 56.500 im Saver Award. Und das ist schon ein großer Unterschied zu den jetzt ungefähr 100.000 Meilen zwischen Singapur und Europa, was ungefähr gleich lang ist. Singapore Airlines ist übrigens auch eine der Airlines, die am meisten gewählt wird, wenn es nach Thailand geht. Fast meine ganze Verwandtschaft lebt dort seit über 30 Jahren. Also ich kenne Phuket und Thailand seit meiner Kindheit. Und auf YouTube sind eben auch schon richtig viele interessante Reports rausgekommen. Unter anderem der größte Strandreport über Phuket. Alle Strände zeige ich da im Detail. Und auch, wo man toll essen gehen kann, ohne dass man sehr viel ausgibt. Oder auch, was man so alles an Sehenswürdigkeiten dort erleben kann. Alles gibt es da zu sehen und dann auch noch eine ganze Menge sehr schöner und spannender Hotelreports aus Bangkok und aus Phuket. Also schaut gleich mal da rein. So ihr Lieben, ganz in der Dunkelheit sind wir jetzt noch in Singapur gelandet und ich hoffe, euch hat dieser Report über die Singapore Airlines Business Class im Airbus A350 auf der Langstrecke gut gefallen und wenn ja, dann gebt mir auf jeden Fall den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, es kommen richtig tolle weitere Reports dieses und auch nächstes Jahr von allen Kontinenten der Welt, also bleibt dabei und bis ganz bald hier bei Travel Sing Fly.